Hallo und herzlich willkommen zur Programmvorschau für diese Woche bei Studio 5. Ihr seht hier 5 Videoausschnitte für die Tage Mittwoch bis Sonntag. Ihr könnt jetzt die Programmvorschau einfach laufen lassen, dann wird das komplette Programm vorgestellt. Es steht euch aber auch frei, eines der einzelnen Videos direkt anzuklicken und dann automatisch zu der entsprechenden Stelle zu springen. Später im Programmablaufplan, wo ich dann auch kurz erläutere, was zu welchem Video passieren wird, seht ihr dann unterhalb auch nochmal die Tage Mittwoch bis Sonntag markiert. Da könnt ihr auch wirklich von einem Tag zum nächsten springen. Viel Spaß! Am Mittwoch, den 27. Januar, erwarten euch wieder 2 weitere Folgen für ein Let's Play World of Warcraft Classic. Und zwar mit den Teil Nummer 60, Untergnollen, und Nummer 61, die Befreiung des Corporal Keyshan. Im Teil Nummer 60 steht die Vernichtung des Leutnant Fangor auf dem Speiseplan und das gestaltet sich als gar nicht so einfach, wie wir uns das vorher vorgestellt haben. Anschließend holen wir uns dann ein wenig Unterstützung. Der Kollege aus der Gilde, der liebe Götterbart, wird uns begleiten und geht zusammen mit uns in das Lager der Blackrock Orks, wo wir zunächst einmal 15 Helden vernichten und dann auch den guten Corporal Keyshan, ihr erinnert euch von dem Aushang, endlich befreien und nach Hause bringen können. Am Donnerstag, den 28. Januar, begeben wir uns wieder zusammen mit Jim auf die Journey of Roach. Der Jim war beim letzten Mal auf eine Spinne getroffen, ist in ihr Heim gepoltert und hat dort durch sein plötzliches Auftreten doch einiges an Chaos ausgelöst. Ja, und am Donnerstag sind wir also dann dabei, wie er versucht, das Ganze wieder auf die Kette zu kriegen. Am Freitag können wir uns wieder auf eine weitere Folge Let's Play Drakensang, und zwar die Nummer 22, freuen. Diesmal geht es um den geheimen Informanten. Wir haben beim letzten Mal nämlich den Tipp bekommen, dass uns dort jemand sprechen möchte im Zuge der Nachforschungen zu den Morden, die in dieser Stadt ja nun leider verübt worden sind. 3 an der Zahl inzwischen. Ja, wir treiben uns ein bisschen vor der Hersinde-Kirche herum, versuchen den Informanten zu treffen, was uns schlussendlich auch gelingt, und wir werden aus dem Inhalt des Gespräches doch einiges an Informationen ziehen. Let's Play Icewind Dale mit der Folge Nummer 7 steht am Samstag ins Hause. Und zwar sind wir immer noch auf der Suche nach der vermissten Karawane bzw. den Überbleibseln. Wir hatten ja in der Höhle ganz in der Nähe der Stadt ein relativ großes Orklager aufgedeckt und dort auch die ein oder andere noch übrig gebliebene Kiste aus der Karawane entdeckt. Heute versuchen wir dann, den restlichen verbliebenen Orks endlich für ein für alle Mal den Gar auszumachen. Und ob uns das gelingt oder nicht, seht ihr dann am Samstag.
am Sonntag, den 31.01., den letzten Tag im Januar dieses Jahres, wartet eine neue Instanz auf euch. Und zwar gehen wir bei Let's Play World of Warcraft Classic zusammen mit einigen unserer Gildenmitglieder in das Verlies, in die Instanz in Stormwind, erledigen dort die ein oder andere Quest und haben dabei auch sehr, sehr viel Spaß. Es handelt sich dann diesmal um 4 Teile. Ich habe einfach auch die Abgabe der Quests anschließend noch mit rangehängt. Ja, einteilen könnt ihr es euch selber. Ich habe es wieder in so 15 bis 20 Minuten Häppchen geschnitten. Ihr wisst ja, die nächste Woche kommt bestimmt. Da sind ja auch 2 Tage, an denen sendungsfrei ist. Also wer nicht alles am Sonntag schafft, gerne einteilen. Viel Spaß!